So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Geotastic in der 18K Edition. Wir werden wieder herausfinden, wo genau wir sind und wir machen das nicht in 5 Runden. Ich muss mein Preset noch laden, unser altbekanntes Preset, was voreingestellt ist. 3 Runden, unendlich viel Zeit, alles andere ist Standard und wir machen Pinpointing. Bedeutet, wir werden irgendwo abgesetzt und müssen herausfinden, halt, wo diese Stelle wirklich ist. Ich drücke rauf und sage willkommen im Zockenende. Und ich denke mal, wir landen irgendwo, vielleicht Australien, Neuseeland, das wäre cool für den Start. Mal rein da. Oh ja, Linksverkehr auf jeden Fall. Wir haben eine Straßennummer, auch schon nicht schlecht. E8 191 B. Die Sonne ist im... Aha. Ja, die ist... im Norden, also sind wir im Süden. Die E8... Wo kommen denn diese Symbole vor? Irgendwo hier? 191 B. Das werden wir mal herausfinden. Ich speichere mir mal die Stelle kurz ab, auch wenn sie gegenüber des Startpunktes liegt. Und wir gehen mal weiter. Und gucken mal, dass wir das hinkriegen, nicht wahr? Vielleicht eine Stadt oder so, dass man das so ein bisschen einordnen kann, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ken Darren Barrett, Ikutkiri. Okay, auf jeden Fall nicht in der Ecke. Irgendwo in der Ecke. Ken Darren Barrett, Ikutkiri. Das klingt nicht indonesisch. Auch nicht thailändisch. Malaysisch vielleicht? Ikutkiri, noch nie gelesen, Berat. Wir haben auf jeden Fall viele Palmen. Inland. Kuala Lumpur, ja, Malaysia. Okay. Und das ist 190 Kilometer weg. Das ist echt eine gute Stelle für einen Start. Maran, Mua, Sriya. Okay, wir müssen erstmal Maran finden. Das liegt in Richtung Süden, also sind wir im nördlichen Teil davon. Perak. Was sind denn 100 Kilometer? Das sind 100 Kilometer. Also sind wir ungefähr in dem Rahmen auf der Höhe. Das heißt, hier irgendwo muss dann Maran liegen. So, wo ist Maran? Ich würde ja erwarten, Maran ist dann was Größeres. Wobei, bei 22 Kilometer muss nicht sein. So, und da war doch 8, hatten wir. Die 8, genau. Kuala. Guamazang. Okay, entweder ist es was wirklich richtig Kleines. Srijaya. Oder ich sehe es mal wieder nicht? Also meine Augen. Das Kotor Baru, das hilft uns nicht. Okay, die 8 ist aber auch sehr geschwungen. Das heißt, wir könnten dichter sein, als ich denke. Weil die erst nach rechts, dann nach links, dann wieder nach rechts geht. Ich hätte eher sowas wie Benta erwartet, nicht so ein Kreuz, was man ranschreibt. Kuala Lipis, Srijaya, oder hier Pedang Tengku oder sowas.
Sengai Temao, Sungia Yu. Sungai Tupa. Und dann sind wir da oben. Also da wir uns direkt auf der 8 befinden, bleibt uns ja gar nicht viel übrig. Aber wir versuchen mal auf der anderen Seite dieses Schild zu finden. Dann erfahren wir... Wahrscheinlich sind wir gerade hier in Willkommen in Ikutkiri. Kann das sein? Wie heißen denn hier die Landkreise? Hier zum Beispiel. Fang und Selangor. Hier oben, wie heißen die? Kelantang und Fang. Würde auch nicht passen. Und die 8 geht nur in diese beiden Landkreise durch. Also entweder Kelantang oder Fang. Sonst gibt es noch Perak. Okay, das heißt also irgendwas anderes. Könnte sein. Ich sehe aber auch keinen Ikut oder keinen Kenderan. Dass das hier irgendwo wäre. Also suchen wir das Schild auf der anderen Seite. Dann wissen wir, wie viel Abstand wir zu der Stadt im Norden haben. Auf welcher Höhe wir da in etwa sind. Problem ist, nicht immer stehen alle Straßennamen in Malaysia dran. Und auch Ortsnamen hängen manchmal auch, genau wie in Indonesien und Thailand, nur an Schulen. Bedeutet, man kann da noch genauso viel gucken, wie man möchte. Und das klingelt. Wo auch immer das Klingeln herkam. So, was haben wir denn hier? Über die 12 und 10, 19. Das ist doch schon mal gut. Über die 12. Die ja irgendwo von der 8 abgeben muss. Hier ist die C141. Oh, okay, ich glaube, wir sind wirklich in einer sehr engen Stelle, nicht? Das ist hier alles... C141 wird dann so ein kleiner Abzweig nur irgendwo sein. Von der 8. 1506. Ich meine, so lang ist die ja nicht. Und so viel geht da jetzt auch nicht ab. Also die 34 oder so hätte ich jetzt eher erwartet. Und hier hört die 8 nämlich irgendwie so halb auf. Und dann geht's aber wieder weiter da oben. D29. Ja, und D ist schon wieder ein anderer Bezirk, nicht? Die heißen hier alle D. Oder heißt D kleine oder mittlere Landstraße und C große Landstraße? D. Oder stand da 18 und ich habe mich verguckt. Irgendwo stand doch beim Start eine Straße. Okay, ich zoome mal die 12. Wo geht denn die 12 lang? Vielleicht sind wir auch im... Okay, das kann natürlich sein. Ich habe jetzt die 8 nur nach Norden betrachtet, dass wir gerade in so einer Kurve sind. Und ich denke, Kuala Lumpur liegt im Süden, aber nur weil die Straße gerade einen Bogen gemacht hat. Das könnte natürlich passiert sein. Da habe ich nicht dran gedacht, aber ich glaube, die 8 geht auch nur nach Norden weiter. So. Eine 12, hier ist eine 14. Eine 4 sehe ich. Eine 5. Tja. Ich mache mal ein bisschen den Ventilator runter, nicht wahr? Der rauscht heute doch ganz schön, aber es ist halt auch super heiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir draußen haben. Es ist auf jeden Fall eine unangenehme Temperatur. Und lüften kann man auch schlecht. Und der Raum ist halt so klein bei mir, der heizt sich enorm auf. Also wenn ich irgendwann mal umziehen sollte, kriege ich auf jeden Fall, mache ich mir einen größeren Raum. Und am besten in ein Haus, wo man eine Klimaanlage hat, die mit Solarstrom oder irgendwas anderem betrieben wird. Also ich sehe weder die 12 noch die 10, 19. Ich sehe eine 11. Hier ist eine 11. Hier ist die 12. Okay, das ist nur so eine E8.
Oh, und das Maran. E8 war das. Oh, guck an. Die E8 war das. Ich habe die ganze Zeit... E8 ist also nicht 8. Oh, scheiße. Okay, wieder was gelernt. Muss ich mir merken. E8, 12, C19. So. Maran ist da. Und wir sind bei Srijaya. Aber guck mal, was das für ein kleiner Pupsort hier alles ist, nicht? Also, gut, Maran. Oh, doch, Maran hätte man sehen können, wenn man in der richtigen Stelle gesucht hätte, nicht? Aber ich habe hier die 8 hochgesucht. Dass die E8 natürlich in eine ganz andere Richtung geht. Okay. Aber das andere, Belimbing ist hier. Und wo, das Srijaya. Okay. Das heißt, wir sind irgendwo auf der Höhe. Und wir starten. Da ist eine Brücke. Und die liegt südlich. Vielleicht sehen wir die. Wenn wir die sehen würden, wäre es gut, weil ich glaube, sonst kriegen wir wenig Hinweise. In die Richtung kommt die Abkreuzung. Das heißt, wir sind vielleicht hier oben irgendwo drin. Hier vielleicht. Da geht auf jeden Fall was drüber. Oder hier ist noch eine Brücke. Vor dem Ding, ja. Okay. Aber wir machen hier so eine Kurve. Was könnte das hier sein? So ein bisschen ist das das. Wir stehen auf jeden Fall in einer stärkeren Kurve, nicht? Und hinter der Brücke. Und die geht auch so nach Nordosten rum. Das geht nach Nordosten rum. Das passt. Jetzt müssen wir noch irgendwas, ein Gebäude, eine Tankstelle oder sowas verifizieren. Die AES soll hier rechts sein oder sowas. Ist hier ein Fluss? Ah, sieht man nicht richtig, nicht? Ich glaube, hier ist einfach nur Plantage mit Dschungel und Straßen, die ja, für den Verkehr da festgelegt sind. So, aber hier ist es. Das müsste die AES sein. Bitte sei die AES. Was auch immer AES ist. Ich dachte, eine Tankstelle. Kann ich nicht lesen. Was wäre ja denn das Ding hier? AES. Und hier ist die Stesen Pingu Casa Gambang. Das könnte sogar passen. Passt mir sehr gut. Jetzt ist das Problem, die Entfernung abzuschätzen. Also, 1, 2, 3, 4. Warte mal, kann ich irgendwie... Ich stehe wie weit hinter diesem Schild? Ich habe hier echt keinen Markierungspunkt. Der Stein da vielleicht? Also wir von der Brücke zurückzählen. So, wie viel Meter fährt der, meint ihr? 2, oder? Das heißt, einmal drücken sind 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 29, 21. Oder warte mal. Sind das 20 Meter? Nee, 10 Meter, oder? 10, 20, 10, 20. Ich mach mal lieber 10, 30. 40. 42 Meter, oder? So, jetzt müssen wir 42 Meter abmessen. Das hier sind 20, sind so wenig. Das heißt, wir wären hier. Okay, die Kurve geht auch erst hinter uns los. Das wären 50 Meter.
Oh. Ich sag euch, das geht schief. Oh, ein Punkt liegen gelassen. Scheiße. Ich war doch weiter weg. Dann sind es 20 Meter oder so, die Stäbe. Ja, sowas muss man denn wissen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit in der Kurve sind. Also viel mehr wäre ich nicht rangegangen. Aber es sind 1 Meter hätte ich höher gemusst, nicht? Für volle Punktzahl. Aber ey, okay. Keine ganze 18K, schade. Aber ohne Hinweispunkt genauer, man kann stundenlang triangulieren. Wir hätten auch nochmal von dem Punkt hier rechnen können. Das Problem ist halt nur, wo genau ist das, nicht? Also je nach Zoomstufe ist man da leicht anders und das sind die 2-3 Meter, die nachher fehlen. Ärgerlich für die erste Runde. Dabei eigentlich eine gute Startposition, aber Autobahn ist leicht zu finden, leicht zu lokalisieren, wo und schwer dann einzugrenzen, gerade wenn keine abgehenden Straßen ist. Besser ist eine Landstraße, die sich so kreuzt oder eine Dreierabzweig hat. Das ist viel, viel leichter, weil man muss nur finden, wo dieses dumme Feld ist. Das dauert manchmal länger. Dafür weiß man dann schneller genau, wo man ist. Hier ist es halt schnell, man weiß, wo man ist. Wenn man die richtige Straße anguckt, davon mal abgesehen, das zählt bei mir natürlich nicht. Dafür weiß man nicht, also kriegt man keine Hilfe, nicht? Also hätte ich hier auf der Landstraße hier gestanden, das wäre ein weniger Abstand gewesen und ich hätte die Straße, wenn meistens startet man dann an so einem Punkt und dann weiß man, ah, hier ist eine Straße rein, also bin ich hier. Aber bei der Entfernung, ah, nicht? Schwierig. Aber wir haben ja noch 2 Runden und dann können wir wenigstens 17.999 Punkte kriegen. Das für die erste Runde. Gut, lieber in der ersten als in der letzten. Und damit zu Runde 2. Ja, das ist besser. Guckt, wir haben hier eine Straße und hier. Und wir sind in Nigeria. David Ola Otenti Street. Okay, die haben sogar einen Straßennamen hier. Das ist ja verrückt. Und ein sehr schönes Auto. Oh, guck mal. Na, ich glaube, das kaufe ich ab, oder? 3.000 Euro, das ist noch gut. Das ist noch heiß. Das kann man noch benutzen. Lustigerweise sieht das aus wie das erste Auto, was ich mal quasi fahren konnte, weil wir früher sowas haben, wie so ein Seat Mabea fast. Oder ein alter Golf oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung von Autos, aber ja, interessant. Dann mal rumfahren. Nigeria. Straßenname haben wir. Jetzt müssen wir eigentlich nur so eine Hauptstraße finden. Hier haben alle Straßennamen. Okay. Express Ecobank. Warum ich Nigeria denke? Weil wir eben einen Follow-Car hatten. Jetzt ist es weg. Wenn die Polizei nicht dauerhaft da ist, könnten wir auch in Nigeria sein. Nigeria. Senegal sein. Würde von dem Boden, vom Lehm her ein bisschen besser passen. Aber ihr wisst, wir suchen immer genaue Hinweise, die uns mehr helfen. Am besten natürlich Jesus prays in the Garden of Gethsemane. Mayemu Aonu. Ah ja. Denke ich mir auch immer. Tja, wohin? Das sieht doch schon mal nach einer befestigteren Straße aus, die hoffentlich zu einer besseren führt. Wir haben hier leider Kartoffelkamera, obwohl die Bilder von 2024 sind. Es könnte sein, dass das ein Land ist, was ich noch nicht kenne, was neu aufgenommen wurde. Bei neuen Bildern. Big Junction. Also, was mich total verwundert, ist, dass die auf jeden Fall überall Straßennamen dran stehen haben. Ja, sehr ungewöhnlich. Eine Flagge oder so habe ich auch noch nicht gesehen. Am besten wäre eine Police Station. Das wäre auch nicht schlecht. New Covenant Church. Irreversible. Was haben wir hier?
Omolate International School Nursery Crash. Nee. Das ist noch nicht das Schild zum Glück. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Strecke machen, die ganzen kleinen Schilder hier zu lesen. Das bringt's nicht wirklich, würde ich sagen. Aber wir sind mittendrin in irgendwas. Cracks Nursery. Ich weiß nicht, was Cracks ist. Sehr interessant auf jeden Fall. Make your bank deposit. Arcane. Haben wir irgendwo einen Internetanbieter? Ich kann anhand des Internetanbieters die Region auf jeden Fall einschränken. He resigns. Praise family. Worship. Okay, ich dachte, ein Politiker, der für irgendwas wirbt. Wir sind auf jeden Fall in einer größeren Siedlung. Ich würde nicht sagen Hauptstadt. Dafür sind die Häuser ein bisschen zu klein. Mountain of Fire. Das wirkt ja alles immer so sektenhaft, die ganzen Kirchen. Da ist sogar ein grüner Baum. Da auch. Eben sah es die ganze Zeit so ja, nach Wüste aus, aber hier ist grüner. Aus der Ansicht. Oder es sind andere Bilder aus anderen Zeiten, wo es vielleicht Regenzeit mehr geregnet hat oder so. Oh, das ist ein gutes Schild, glaube ich. Na, wir kommen nicht genau ran. Church of God. Nee, ist kein gutes Schild. Achso, die ist direkt da. Ich dachte was anderes. Vielleicht steht unterm Laden, wo er ist. Nee. Manchmal steht er ja Instagram oder irgendwas. Aber leider nix. Das Gute ist, wenn wir die Stadt finden, ich glaube, dadurch, dass sie den Straßennamen haben. Oh! Sehr gut, Hauptstraße. Ich weiß nicht, wie ich die geschafft habe. Dann haben wir aber die halbe Miete hinter uns. Und dadurch, dass wir kein Follow-Car haben, würde ich mich jetzt auch auf Senegal committen. Und dann, glaube ich, sind wir in Dingenskirchen hier. Irgendwas mit El Lacos oder so. Radiosender, das könnte uns auf jeden Fall helfen. .com, FM, Broadcast, Google Play Store, Ibadan. Scheiße, ich dachte, da steht drin International Radio of blablabla. Problem ist, dadurch, dass hier anscheinend gebaut wurde, springt die Kamera auch super hin und her. Ja, mit der Leiter ist ja auch nicht schlecht. Das macht das Finden von Informationen nicht so flüssig, nicht wahr? Er hat auf jeden Fall einen schnellen Schritt. KB Lane 2.0. Der ist echt lustig. Wer den kennt, wirklich, ich schmeiß mich regelmäßig weg. Weil er es so auf den Punkt bringt. Aber da am Polizeiauto können wir stehen. Wenn wir es lesen könnten. Government donated by. Und jetzt ist es weg, nicht? .co. CO wäre doch Kolumbien, oder? Was haben wir da oben? PaySmile. Market, bla bla bla. Wir müssen irgendwie herausfinden, welche Stadt das ist.
Und dann müssen wir die Straße suchen, so nervig, wie es uns vorkommt. Ich glaube, viel mehr Chancen habe ich bei der Bilderqualität am Ende nicht. Aber Coca-Cola-Werbung haben sie. Mountain to Schools hilft mir auch nicht. I can... Nigeria. Doch Nigeria. Okay. Das heißt, 2024 hat das Google-Auto... Jetzt hat es wieder ein Follow-Car. Nicht immer ein Follow-Car durchgehend. Oder es ging so weit zurück, dass man es nicht sehen konnte, dadurch, dass die Kamera immer nach links, rechts ging. Okay. Aber jetzt, nicht? Wir haben den Hinweis, doch Nigeria, nicht Senegal. Sehen sich aber verdammt ähnlich. Ich hätte echt... gedacht, wir sind hier in Luga oder so. Aber dann sind wir halt hier hinten und da müssen wir irgendwo oben sein. Wahrscheinlich Kano? Tja. Maiduguri? Wie finden wir das raus? Weil aus der Stadt rausfahren könnte schwierig werden. Ob wir denn ein Schild haben und ein Schild sehen? Ich fahre jetzt einfach mal ein Stück. Oh, auch hübsch. Schön bunt. Aber hinter Bäumen kann man gar nicht richtig sehen. Ein fröhliches Gotteshaus. Muss es auch mal geben. Bisschen mehr Farbe. Obwohl wir unterwegs, wenn wir Radtouren machen, nicht, sehen wir auch immer Häuser, die ein bisschen zu grell sind. Wir hatten einmal dieses Pinke und einmal dieses Grüne. Die Stadt ist schon ein bisschen größer. Also im Süden ist aber mehr grün. Wir können eigentlich nur wirklich im Norden sein. Oder wir sind halt in einer doofen Zeit im Süden. Glaube ich aber nicht dran. Ach schon, doch. Na gut, aber 2024, die Städte können sich alle... vergrößert haben, nicht? Und es klingelt wieder. Ich glaube, das sind Follower. Weiß nur nicht, wo der Sound herkommt, aber immer wieder gut. Wir haben fast 500 voll. Hier ist es ja Abos, da muss ich mich erstmal umgewöhnen. Da haben wir doch was. Okay, damit können wir arbeiten. Alles ist über 100 Kilometer weg. Okay, Ogamandandosch. Jeba. Sehen wir... Okay, die müssen ja, wenn sie dran stehen, eigentlich relativ groß sein. Nicht, dass wir mit Niger das verwechseln. Aber ich glaube nur, das ist drin. Aber es könnte sein, dass es aufgenommen wurde. Weil die haben keine großen Städte oder was? Ilroni sehe ich nicht. Okay, also die Zoom-Stufe reicht nicht. Das heißt, wir könnten in so einer Ecke sein. Aber dann macht Kano, glaube ich, schon recht viel Sinn. Okbamosho. Okbamosho. Und ich meine, was sind 100 Kilometer? 100 Kilometer sind das hier.
Das Land ist halt riesig. Das heißt, auch das hier könnten schon 100 Kilometer sein. Oh oh. Katsina. Jeddah. Jebba. Okay, ich hat gedacht, das hilft uns sofort. Aber Damaturu Maiduguru A1 steht dran. Also hier hinten. Könnte Jebba Jegga sein? Oh, das ist wieder falsch geschrieben alles, nicht wahr? Und Ilorin ist Ilela? Dann sind wir in Sokoto. Das würde passen. Und dann müsste Ogoshumbi... Oh, keine Ahnung, was das dann sein sollte. Nee, da ist ein richtiges Jebba. Okay, hier. Da ist Ogomosho. Dann sind wir Ilorin. Jebba ist am weitesten weg. Das heißt, wir sind in Ilbadan. So weit in dem grünen Ding am Wasser. Okay. Und wir sind auf der A1 gerade und fahren Richtung Südwesten. Das heißt wahrscheinlich irgendwo hier. Das heißt, wir kommen irgendwo aus dieser Ecke. So, die Straße selber hilft uns ja nicht mehr viel. Wir wissen, wir sind in der Oyenti Street. David Ola Oyenti. Eventuell sehen wir es direkt. Oyenyi. Oneyi. Oneyi. Das Problem ist, ich hoffe nicht, dass die ganz kleinen auch Straßennamen haben. Weil dann kriegen wir ein Problem. Da müssen wir wirklich... Ich werde nicht herausfinden, wie ich gefahren bin. Dafür springt das zu stark umher, nicht wahr? Ich würde schon sagen, wir kommen hier irgendwo raus. Hier ist ja auch Odo, Odio, Aie, Ofa. Noch schlimmer wäre, wenn der Straßenname nicht in Google dran steht. Die Frage ist auch, wie viele große Straßen haben wir gekreuzt, die wirklich nicht als große Straßen zu erkennen waren? Oh Mann! Und die Stadt ist halt riesig. Shitikoski. Also heute sind starke Startrunden dabei. Ich mache mich fertig. Ich wüsste auch nicht, an was ich mich sonst orientieren kann. Krankenhaus oder irgendwas. Ich meine, vielleicht kommen wir auch aus der Seite hier irgendwo raus. Und sind erst nach Norden oder sowas. Oder ich überlese es die ganze Zeit. Das kann natürlich auch sein, nicht? Bei der Menge an Informationen kann das Auge immer nur eine verarbeiten. Manche haben ja so einen Blick und können alles gleichzeitig erfassen, aber ich muss immer alles einzeln halt lesen. Und sowas Kleines geht dann manchmal unter und ich glaube, sowas wäre das. Wir versuchen mal... Bin ich vorhin in die Richtung gefahren? Basaka Alyanda. Basak Alyanda. Das Einzige, was wir wissen, wir sind an der A1. Aber guck mal, wir können sogar hier unten an die A1 gekommen sein. Wir können irgendwo hier drin sein.
Wobei ich glaube, das war eben dieses Dorf, was wir gesehen haben. Und dann, ja, dann sind wir irgendwo, könnten wir noch hier drin sein? Wir können ja noch mal, ich habe ja einen Checkpoint gemacht an dieser Stelle hier. Vielleicht kriegen wir hier einen Straßennamen raus. Das dürfte noch nicht die A1 gewesen sein. Die kam erst hier hinter. Ich meine, sowas wie Bad King und Co. werde ich auch nicht identifizieren können, nicht wahr? Also den dürfte es auch 1000-mal geben. Vielleicht diesen... Ja, aber ist das ein Kreisverkehr? Das ist ein riesiger Kreisverkehr, oder? Den muss ich ausmachen können. Ja, der ist ja gigantisch. Mit Tunnel. Weil drüber geht die Autobahn, glaube ich, dann, oder was? Kommen wir da oben rauf? Okay. Ein Kreisverkehr, der unter der Autobahn lang führt. Na, das müssen wir sehen. Und da sind wir. Ich würde ja fast sagen, das ist das hier. Aber okay, vielleicht stand da vorhin dran, es geht zur A1. Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle. Ich glaube, was anderes wird auch nicht passen. Also der hier wäre viel zu klein. Wir sind alle viel zu klein. Er muss ja aus der Zoom-Stufe erkennbar sein. Und das wäre der einzige, den ich da sehe. Hier ist nicht ganz klar, was übereinander hergeht. Das sieht aus, als ob das Tunnel wären, aber es sind keine Tunnel, oder? Wenn das Tunnel sind und das andere nicht, dann kann das nicht sein. Ich glaube, das sind Tunnel. Aber dann... Vielleicht ist er auch noch größer, sodass ich ihn nicht wahrnehme. Dann sind wir hier. Und das Ding liegt Richtung Nordosten, nee, Richtung Südwesten. Dann sind wir in der hier, okay. Also kommen wir irgendwo aus der Ecke hier. Ich weiß halt nicht, wo wir rausgekommen sind. Olive Crest, David irgendwas hatten wir. David Oljaja oder sowas. Denity. Route 10. Alakia Road. Okay, es kommen aber keine Straßennamen dazu, soweit ich das erkennen kann. Da ist sie. David Oloyanya Street. Da sind wir. Hab's. Okay. Cool. So, und die geht nach Osten ab. Und wir stehen in der Basque irgendwas. Genau. Wo stand das, wo unsere Straße ist? Ich glaube, hier vorne. Also nach Norden kommen wir auch an eine Ecke. Genau. Super, stehen wir da. 2,33 Meter. Jawollo, Nigeria besiegt. Wings in hier volle Punktzahl. Und damit können wir nach Runde 3. Oh, schon wieder so was Trockenes heute. Es ist schon so heiß draußen. Ich hätte was Kühles mit Schnee mal gebraucht. So schön Grönland oder irgendwas zum Abkühlen ein bisschen.
Ich hatte zwar gerade noch ein leckeres Magnum-Eis, aber das ist auch schon wieder weg. Sonne ist im Süden, wir sind also im Norden. Dann würde ich ja fast Spanien oder sowas denken. Oder von den Bergen her könnte es Albanien oder sowas sein. Italien. Wir gucken mal. Wir fahren mal. Problem ist, es ist eine komplett gerade Straße. Wenn wir Glück haben, ist der Weg eingezeichnet. Wenn nicht, werde ich es nicht herausfinden. Eieieiei. Okay, aber wir kommen auf eine größere Straße. Und da steht sogar was. El Comalillo. Okay, ich revidiere, dann sind wir in Mexiko. El Comalillo. Und Peñamo. Peñamo. Ja, wer weiß, was das für Nester sind. Spätestens am Auto hätte ich dann gedacht, nicht? Rechtsverkehr haben wir auch. Steht da die Straße drauf? GTO, Kilometer 16. Grund. Eastern. Keine Ahnung. Tempules, Great Tempila. Eastern Street. GTO. Aber wir hatten schon mal so eine lokale N2 oder sowas. Das war auch. Mist, die haben oft Namen. Da muss man irgendwie ranzoomen und wenn man Glück hat, steht denn da GTO oder sowas. Ah, schöner Mist. Oder ist es wirklich eine große? Guatemala hat auch solche Label, aber die sind eher mit geschwungen, nicht? Und ein GTO, die haben zwar komische Bezeichnungen für ihre Straßen teilweise mit J3 und CRM11, aber ein GTO kenne ich da nicht. Guatemala, Transfer, Offroad. Na, auf jeden Fall irgendwo in diesen Ecken werden wir rumgurken. Vielleicht kriegen wir irgendwo einen besseren Hinweis. Ja, Straßen sind auf jeden Fall nicht gerade klein. Ja, in die Stadt rein oder nicht rein? Die ist semi-groß, nicht? Das Problem ist, ich sehe hier keinerlei Schilder. Oh, Hallöchen. Was hat er denn geladen? Stühle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann Schränke? Was hat er da? Der hat einfach seinen gesamten Laden da drauf. Okay. Kann man mal machen, würde ich sagen. Warum nicht? Weg ist er. Ich werde in der Stadt nicht herausfinden, wo ich bin. Das ist das Problem. Das Beste sind echt grüne Schilder. Hier sind noch welche. Da können wir mal gucken. Porterilos, San Marcos. Ah, das ist so ein Kiki, nicht wahr? Übrigens, ja, ich muss mir das angewöhnen, pro Aufnahmesession einmal zu erwähnen. Heute ist ja das große Zockenende.
Und dementsprechend brauchen wir ein Codewort. Und ich würde sagen, das Codewort für heute lautet Zockenende. Das heißt, wenn ihr irgendwo kommentieren wollt, egal ob Shorts, egal ob Threads, egal ob Videos, egal ob Instagram, wo auch immer ihr wollt, kommentiert einfach Zockenende drunter. Wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, dann weiß ich, dass ihr hier zugeguckt habt. Ich denke mir jedes Mal ein neues Codewort aus. Manchmal vergesse ich es nur in den Aufnahmen anzusagen. Diesmal habe ich dran gedacht. Also wer bis hierhin geguckt hat, Respekt. Aber wir sind bei Minute 45. Ich bin guter Dinge, dass wir das vor einer Stunde vielleicht schaffen könnten, wenn uns der richtige Hinweis ereilt, der da vielleicht stehen könnte. Okay, wir bleiben bei GTO. Da steht auch nichts drauf. Keine Nummer oder irgendwas. Tja. Und ansonsten... Und bleibt uns noch irgendwas anderes übrig? L'Academica, Panamerika. Landschaftlich sehr flach. Aber jetzt auch keine markanten Berge, wo man sagen kann, die sind wirklich so außergewöhnlich, dass ich sie finde, nicht? Der könnte ich mit dem verwechseln. Oder auch dem oder auch dem. So grundsätzlich könnten wir gucken. Aber die Region nicht mit diesen Einzelbergen, die haben wir hier überall. Also das ist in Mexiko jetzt nichts Ungewöhnliches, dass da überall mal kleinere Berge irgendwo aufploppen, wenn man reingeht. Hier ist einer. Aber die Ecke passt schon relativ gut, nicht wahr? Hier fast noch mehr mit den kleinen Dingern. Weil hier unten wird es fast so hügelig und hier wäre, glaube ich, alles sehr grün und dschungelhaft. Also, wenn wir in Mexiko sind, ist das hier gar nicht so schlecht. GTO, Janjuto. Street. Irapuato? Stand das da? Stand das nicht vorhin dran? Ah, können wir nachher zurück. Ist ja direkt am Start. Ich fahre erstmal weiter. Weil selbst dann wüssten wir ja nicht, auf welcher Straße wir sind. So. Almatira Benito Juarez. Ah, oh, Benito, mein guter Freund. Gut, dass du gekommen bist zu der Don. Ach nee, das war Italien, nicht? Shit. Ja, so ein kleines Kaff werde ich nicht entdecken. Also wüsste ich jetzt, dass sie größer sind, könnte ich damit arbeiten, nicht? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich bei einer Straße auf einmal GTO lese. Aber ich habe die Befürchtung, dass das halt so ein kurzes Stück hier irgendwo ist, was nur so eine Überbrückung zwischen zwei Straßen dann darstellt. Tja. Aber wir sind im anderen Land, aber... Glaube ich fast nicht. Wartet. Da haben wir Flaggen. Das könnte eine chilenische Flagge sein. Corona Ranchito. Nee, mexikanische. Alles klar. Sah nur so komisch aus.
Liberation. Oh, ich könnte mal wieder ein Geotastic-Bingo machen. Wenn wir hier vielleicht einen Chat hinbekommen, da könnt ihr dann nebenbei raten, wo wir sind. Das sind so immer so Special-Folgen, die ich ganz gerne eigentlich mache. Dann bereite ich ein Bingo vor. Und da steht dann sowas drauf wie Autoreifen, der nicht am Auto befestigt ist oder Flugzeug. Und während ich rumfahre, müsst ihr das rechtzeitige Decken melden und bestätigen lassen. Ah, das sind alles Kuhdörfer. Und eventuell kriegen wir dann ein Bingo. Ich weiß zwar nicht, was ein Bingo bringt, aber die Suche ist das Ziel, würde ich sagen. Was halt wirklich cool wäre, wenn diese unscharfen Zwischenbilder von der KI irgendwann so scharfe Übergänge wären, also dass man wirklich denkt, man fährt so ein Stück, das wäre richtig cool, nicht? Dann hätte man richtig ein Urlaubsfeeling, das habe ich ja schon oft erzählt. Würde ich sagen, oh cool, da will ich mal die Ecke erkunden. So ist es halt wirklich ein bisschen nervig, nicht? Man springt, es ist sehr unruhig fürs Auge so ein bisschen. Klar ist Maps jetzt nicht für solche Sachen eigentlich designt worden, deswegen haben sie sowas nicht. Wie war das mit den 15 Minuten? Ich denke, wir schaffen's. Ich weiß nur nicht, lohnt sich die Folge zu splitten? Ich glaube nicht. Ich werde 5 Minuten... Na gut, ich kann auch... Okay, die Stadt ist größer. 2 Stunden in Mexiko verbringen, nicht wahr? Aber wir bleiben auf dieser Straße. Puente el Marmol. Puente im Marmol. Können wir nicht rauffahren? Shit. Okay, ich speichere mal das ab. Aber wir sind an irgendeinem See. Wir gucken nochmal mit der Sonne. So, die Sonne ist im Süden, also sind wir im Norden. Ja, es kann nur Guatemala. Na gut. Es könnte noch Kolumbien sein. Was mir helfen würde, wenn ich ein Kilometerschild, wie schnell die fahren dürfen, sehen würde. Herrera. Oh, ich habe mir irgendwann mal gemerkt, wo Herrera hauptsächlich gesprochen wurde, weil wir das oft hatten. Herrera. Weil das ist auch ein Ort. Aber ich glaube, der ist in Peru wäre der Herrera. Oder in Chile. Das kann also nicht sein. Das ist zu lang her. Aber die haben doch auch nicht sowas wie GTO. Sagt mir zumindest nichts. Aber das halbe Land liegt noch im Norden. Arequicolca el Marmol. Manchmal steht ja Vereinigung Mexiko oder sowas. Antonio Gracias. Das ist auch so ein klassischer Name, wenn man eine Serie entwerfen würde. Antonio Garcias. El Marmol. Aber Marmol sah schon nicht so klein aus. Also wenn wir die Ecke finden, finden wir Marmol. Und von Marmol müssen wir einfach nur westlich gehen. Da müssen wir halt nur die Ecke weiter eingrenzen. Und das Land noch bestimmen. Bin noch unzufrieden.
kann mich immer nicht erinnern. Viele wissen ja schon anhand der Streifen und sowas, wo man ist. Das vergesse ich immer. Das kann ich mir einfach nicht merken. So gelbe Streifen zu weißen kann ich so halb unterscheiden, nicht? Australien, Neuseeland dann oder Schweden oder sowas, Finnland, wo die dann so ein bisschen anders aussehen oder so gestrichelt hintereinander halt im Norden sind. Oder Kanada, nicht? Aber so weiße Linien. Oh, haben wir jetzt hier mal eine Nummer? Da steht irgendwas anderes. Hier ist es leider ausgeblurrt. Immer noch GTO, doch. Trinidad de los, bla bla bla. Na, du musst helfen. Guck mal, der ist brav. Oder die beiden sind brav, nicht? Schön aufpassen. Und er hier, er guckt einfach dem Auto hinterher. Kümmer dich mal, du hast einen Job. Und du bist ein bisschen müde heute, was? Aber eigentlich sind die Hunde clever, nicht? Einer ganz vorne, einer in der Mitte, einer ein bisschen weiter hinten und einer ganz hinten, dass wenn einer abhaut, die den gleich umkreisen können. Eigentlich ziemlich klug. Antrainiert oder wissen die das selber? Fragen über Fragen. Wir bräuchten halt wirklich Blablabla ist in 200 Kilometer, nicht? Diese kleinen Orte, die alle 3 Sekunden ändern sich. Auch Marmol wird jetzt nicht uns die Erlösung bringen. Rancho Alegre. Es war doch eindeutig eine mexikanische Flagge vorhin, oder? Aber gut, ich habe auch schon sonstige Flaggen im Nirgendwo entdeckt. Also bedeutet ja nicht. Wir haben auch schon Autos aus Mexiko in Kolumbien entdeckt und Autos aus Kolumbien in Mexiko. Nicht? Heißt denn, es gibt auch Autos von Deutschland, die in Afrika rumstehen. Fleischtransporter Meier. Mitten in der afrikanischen Wüste gewesen. Hatten wir auch. Oh, das ist wichtig, das Schild. KMH. Okay, wir sind nicht in Mexiko, da würde MPH stehen. Dann würde ich mich schon eher auf Kolumbien committen gerade. Municipal Reñamo. Okay, wenn wir Reñamo finden, aber da steht Panamerika. Zählen die zu Panamerika? Oder wir sind in Panama, da war ich noch nicht so oft. Nicht, dass es eine Ecke von Panama ist, die ich nicht kenne. Aber die haben doch keine Straßen mit GTO. Da würde das Auto anders aussehen. Eine der wenigen Dinge, wo ich sagen würde, da würde ich das Auto wiedererkennen. Und ansonsten gibt es hier halt nur noch Guatemala. SMCA. Wie hieß das jetzt hier? Reñamo. Müsst ihr denn eine Stadt sein, einer gewissen Größe, die einer Region ihren Namen gibt?
Wahrscheinlich habe ich schon 50 Mal drüber gezoomt. Ja, Renyamo könnte ich mir hier eher weniger vorstellen in Mexiko. Aber Guatemala in der Nähe von Mexiko, da könnte ich mir auch eine mexikanische Flagge vorstellen. Mexiko. Da steht's doch. Also ich könnte mir schon irgendwie so eine komische Ecke hier denken. Vielleicht ist GTO Guatemala Transatlantic Highway. Online Highway. Keine Ahnung. Aber warum steht da KMH? Die haben doch MPH, dachte ich. Das war doch der Unterschied, nicht? Die im Süden haben alle Kilometer pro Stunde wegen Spanien. Und Mexiko, dachte ich, hatte MPH, aber vielleicht nur im nördlichen Teil. Aber sowas ist doch eigentlich länderweit geregelt, oder? Na gut, die haben hier auch ihre wie hießen die hier? Yucatan? Wie heißen die denn diese Ureinwohner? Da könnte natürlich das Penyamo herkommen. Accents haben die immerhin. Penyamo. Zum Glück können wir nicht wie das eine Mal zwischen Kanada und Amerika ständig den Staat wechseln, ohne es mitzubekommen. Oder zumindest so dicht an der Grenze fahren und uns wundern, warum ewig nichts kommt, hunderte Kilometer. Das war schon beschissen. Coahuila, bla bla, Django, Chihuahua, Sonora, Chihuahua. Sinaloa, Yaligo, Colima, Puebla, Hidalgo, Tabasco, okay, Chiapas in Chiapas neben Chiapas, da kann ich mich noch dran erinnern, Yucatan, Campeche, ja, es wird noch eine Subregion sein dann, hier sowas ganz Kleines, Veracruz, hier. Luis Potosi. Ja, okay. Hier sind drei auf einmal. Tampuales. Potosi. Zacatas. León. Novo León. Gibt es auch noch einen alten León? Ja, weiß ich nicht. Aber Pyjama sehe ich halt nicht. Oder wir sind so dicht an Mexiko-Stadt wieder dran, dass ich es deswegen nicht sehe, weil es sich überlagert. Das hatten wir auch schon ganz oft, dass wir in der Nähe von der Großstadt waren. Ungarn zum Beispiel hatten wir gerade letztes Mal. Und dann waren wir hier und die haben alles rangeschrieben, außer Stadtzentrum der großen Stadt. Und dann ist man hier die ganze Zeit rumgefahren und konnte nie hier reinfahren und hat sich gewundert, warum. Einfach weil das separat abgefahren wurde. Nicht, dass es sowas ist am Ende. Bundesstaat Mexiko. Ich glaube, hier unten ist auch mehr Dschungel, nicht? Also wenn,
würde ich wirklich in der Ecke bleiben, wo wir vorhin waren. Und dann müssen ja sehr viele kleine Orte permanent hintereinander kommen. Es könnte also so eine Route hier sein. Und dann GTO. Aber die N2 habe ich auch nicht gefunden. Also Mexiko ist schon Endgegner. Da muss man, glaube ich, wirklich wissen und sich auskennen in der Navigation, um diese Straßen zu finden. Oh, ein klassischer Milchtruck, aber im nächsten Bild ist er leider weg. Ah, schade. Den hätte ich mir gern genauer angeguckt. Oh, wisst ihr, bei der Hitze, oh, da sagt man richtig zusammen. Ich sag mal Prösterchen. Ja, es wird eine überlange Geotastic-Folge heute. Die erste in dieser Aufnahmesession. Wir werden heute ein paar machen. 3, 4, 5 Stück. Wer Lust hat, bleibt dabei. Und die nächsten Folgen werden hoffentlich kürzer. Es ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn die ersten Runden so extrem 3 krasse Runden sind. Deswegen habe ich das schon auf 3 begrenzt, nicht? Wir haben ja, wer meinen Kanal kennt, sonst 5er Runden gemacht. Die liefen früher ganz gut. Und dann wurde es irgendwie immer schlimmer mit diesen Spots. Ich weiß nicht, ob die absichtlich die Schwierigkeit höher einstellen, wenn man das oft spielt oder so. Ich würde gern so einen guten haben, der so richtig schwer ist, 2 mittlere und 2 sehr leichte, nicht? So, dass man immer so ein bisschen Abwechslung in einer Runde hat. Klar sind die Spots wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Schwierigkeit markiert. Man kann froh sein, dass irgendwelche Menschen sich überhaupt die Mühe gemacht haben, überhaupt reinzuschreiben, hier ist ein guter Startpunkt, von hier aus könnte man was machen. Rancho Nuevo. Von daher, ja, aber für die Zukunft. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal KI-Algorithmen, die sowas optimieren könnten. Allein die Routenlänge, die man abfahren kann, damit man nicht in der Sackgasse landet, wäre schon hilfreich. Und in Mexiko sind die Straßen super lang und öde. Ich überlege immer noch, was GTO bedeuten könnte. Wir sind 4, 5, 6 Kilometer schon gefahren. Ist jetzt auch noch nicht die Menge für eine Stunde. Grandolo, Sulfato de Aminio. Die Straße macht jetzt einen Schlenker, nicht? So langsam. Patreos. Ich meine, wir wissen, wir sind am Gewässer. Also. Aber Nazas waren wir zum Beispiel nicht. Aber die haben auch mehr Wasser, als man denkt. Vor allem so kleine Sachen, was wir eben hatten. Das hilft also auch erst, wenn man ungefähr weiß, wo man ist. Außer man hat einen riesigen See und sagt, oh ja, den kann ich auf der Karte finden. So wie wir in der Schweiz mal mit Genf hatten. Ich meine, ich habe ihn nicht erkannt, den Genfer See, davon mal abgesehen. Boah, also ich glaube, in Mexiko in der Ecke, ja, es ist jetzt nicht hässlich, nicht? Aber irgendwie ist es wirklich, stell mir auch, wenn ich hier mit Rad fahren müsste, denn bei der Hitze, du hast nicht mal Bäume, so die dir irgendwie Schatten spenden, großartig. Boah.
Ja, Sonntag wollen wir wieder eine Radtour machen Richtung Bison Farm. Wer diesen Stream hier sieht, wird das höchstens in Aufzeichnungen im Archiv finden. Wir fahren dann mit dem Rad Richtung Altenburg wieder runter, denke ich mal. Diesmal nehmen wir aber eine kleine andere Route, aber auf dem Weg kommen wir an einem Pizzaautomaten und einer Bisonfarm oder Büffelfarm vorbei. Da werde ich dann am Sonntag auf jeden Fall versuchen, da ranzukommen. Für Radfahrer ist es blöd, der Radweg ist auf der anderen Seite der vielbefahrenen Bundesstraße. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie diesmal besser hinkriegen, um da ranzukommen. Es hat echt unglücklich gelöst, die Situation da. Und hoffentlich ist der Pizzaautomat dann wieder frei, wenn wir ankommen. Ich muss also Appetit mitbringen, dass wir den auch ausprobieren können. Bin gespannt, wie das dann funktioniert. Oh, das könnte gut sein. Okay, also ich glaube, was Besseres werden wir nicht finden. Penyamo. So von der Region, wir könnten hier unten sein. Hier ist zu flach, nicht? Hier ist zu bergig. Wir könnten hier zwischen sein zum Beispiel. Aber so hohe Berge sehe ich eigentlich nicht. Wir könnten hier an irgendwas langfahren. Und dann würden wir auf der anderen Seite Wasser sehen. Hier zwischen würde ich nicht sagen, dass wir irgendwo sind. Wasser sind wir auch nicht. Also wir haben schon sehr breite Wege. Ich glaube nicht, dass das nur sowas hier ist. Und wir kamen eher aus einer Ecke, wo keine Berge sind. Also wenn, sind wir in sowas hier reingefahren. Nach und nach oder fahren da rein. Puanku. Morelia. Penyamo. Wir haben's. Nordosten. Also, was kommt da vor? Wir sind gerade bei Purunandirio. Purunandirio. Und das geht nach Westen in etwa. Purunandirio. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf der hier sind. San José de Morales, das haben wir auch auf jeden Fall gelesen. Rodriguez, Pastor Ortiz. Der hier sind wir, Pastor Ortiz. Eine Zugschiene habe ich auch niemals gesehen. Pastor Ortiz ist da. Interessant. Und Purfarandio. Dann müsste das hier vor uns Penyamo sein. Penyamo direkt sein. Weil die einzige Stelle, die ich mir vorstellen könnte, wäre eine von diesen Straßen, die hier rauf führt eigentlich. Puruandiro.
Tuurandiro. Piniamilo. Da Pan Piniandi Kuaro. Ne, Diro. Da Punandia Diro. Also die liegen südlich und das nordöstlich. Also ich würde doch keine kleine Straße angeben. Und wir wissen, wir sind auf der GTO, oder? Die ist gar nicht angegeben hier. Oder die hier, die hat keinen Namen. Pommers Nuevas? Wie hieß denn das? David Nuevas? Und irgendwas mit Benito? Bla bla bla. Benito Rodriguez oder sowas, nicht? Ich hab doch noch einen Witz gemacht. Die anderen Namen kommen hier alle nicht bekannt vor. Außer San Jose de Morales. La Pomas Nuevas? Nee. San Jose de Ayala. Nee, die sagen mir hier nix. Pueblo Nuevo, das sagt mir was, nicht? Das war das. Das heißt vielleicht irgendwo hier. Aber wie kann... Okay, ja, wenn wir durch Pueblo Nuevo sind, dann sind wir jetzt hier. Aber wir haben ja nicht die Straße gewechselt und doch Irapuato stand dran, nicht? Okay, wir gehen mal zurück. Nach Puente el Mamol. Ah, genau, irgendwas mit... Ah, wie hieß denn die Stadt? Puente el Mamol und die Stadt hieß... Auch irgendwas mit M. Wenn wir die haben, von der einfach nur westlich. Ich glaube, die kann man gut identifizieren hier. Wo ist das Ortsschild? Oder hieß der Ort auch Mamol? Ich habe jetzt kein Ortsschild gesehen. Blöd. Da vorne, oder? Das ist es. San Vicente, okay. San Vicente. Ja, aber San Vicente wird zu klein sein. Ja, La Massas. Ah, wie hieß das? Okay, müssen wir auf der anderen Seite raus. Da stand das auf jeden Fall. Nee, Geschwindigkeit verringern, das ist es nicht. Hier. El Mamol, okay, El Mamol. El Mamol.
Kann aber auch bedeuten, dass es einer der wenigen Orte ist, die halt nicht eingezeichnet sind. Sowas soll's geben. Hatte ich nicht gerade eben was gefunden und dann sehe ich es gleich 3 Sekunden später nicht mehr? Toppe hatten wir auf jeden Fall nicht. Tuppe hatten wir nicht. Pastor Ortis. Wärst du irgendwas anderes? Boah, Mexiko ist echt voll, nicht? Dadurch, dass es auch so, also die Länder am Äquator sind eh ja wesentlich größer. Und werden gedrungener dargestellt, was es echt schwierig macht, finde ich, den Überblick zu behalten. Okay, wir gucken nochmal um. Pueblo, Munguia. Nicht, dass wir auf so einer kleinen Pupstraße hier zwischen wären und deswegen heißt die nur GTO. Oder steht nur so drauf, nicht? El Tambor oder so. Ich hätte Elmar Moll echt in der Zoom-Stufe erwartet. Und weil ich es nicht sehe, heißt es aber nicht, dass es nicht da ist auf der Zoom-Stufe. Heißer Eck, das haben wir gar nicht gelesen. Gut, ich habe mir auch nicht alle kleinen Städtenamen angeguckt, nicht wahr? Aber irgendwann war es einfach auch zu viel, um sich zu merken. Rosario. Nuevo Progreso. Das kommt mir bekannt vor. Das sagt mir irgendwas. Im Maluco sehe ich. San Martin. Die Frage ist, vielleicht sind wir hier gestartet und sind dann hier runter irgendwie und dann hier hoch, aber glaube ich nicht. Wir sind eigentlich relativ gerade gefallen. Aber dann hätte auch ja sowas mal dran gestanden. Also wir können eigentlich nur hier unten sein, wo die Städte hier und da gar keine Rolle spielen. Weil wenn wir hier wären, dann würde ich doch eher Ipuato und Celia ranschreiben, anstatt Pjamo. Pjamo macht doch nur Sinn, wenn ich schon auf dieser Straße hier bin, oder auf der hier, oder auf der hier unten. Und da Pastor Ortis und das dran steht, können wir eigentlich ja nur hier uns in diesem Gebiet aufhalten. Hier ist nix. Und hier kenne ich die ganzen Namen nicht. Und wir können auch nicht hier hinten sein, weil warum sollte ich Penjamo dran schreiben? Dann würde ich doch Iraputo oder Morelia ranschreiben, nicht? Auch hier würde ich Lepidat ranschreiben eher. Heißt nicht, dass sie es so machen. Aber eine GTO sehen wir halt auch nicht. Leute, was soll ich sagen? Wir fahren hier mal vorne nochmal hin. Da ist ja gleich die Kreuzung gewesen. 45 Minuten in der Runde. Ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht gleich nennenswerte Erfolge dann haben, müssen wir eine Entscheidung treffen.
Okay, da stand nichts. Hier, das war das Schild. Comalilo Pengiano. Pengiano steht da aber, oder? Nee, Pengamo, 28 Kilometer nach Norden. Und was noch? El Comamilo. El Comamilo. 7 Kilometer nach Norden. Das heißt, wir sind hier. GTO! Da steht's! Boah! Warum steht denn... Okay, hier steht's auch, aber du musst echt in diese Zoomstufe. Das ist Elmar Moll. Das liebe ich auch. Gunjan Juto überlagert Elmar Moll. Da kann ich so viel suchen, wie ich möchte, nicht? Es wird halt nicht angezeigt. Auch die Städte. Alle unsere Städte werden von Gujan Mato überlagert. Deswegen sehe ich die ganze Zeit auf der Karte nicht. So ein Scheiß. Und von der Stadt wusste ich den Namen nicht. El Comalilo. Okay. Und wo ist jetzt nochmal Elmar Moll? Hier? Lustigerweise stand da ja La Rio Lama Moll dran, aber der heißt gar nicht so. Okay, jetzt ist die Frage nur, auf welcher Höhe? Wir sind dichter in der Kurve, würde ich sagen. Da wir eh schon Punkte verloren haben. Da ist ein Gebäude. Können wir das sehen? Hier gibt es kein Gebäude. Das könnte das Gebäude sein. Dann würde ich uns hier hinstellen. Da die Straßen nicht eingezeichnet sind, Finish. Noch weiter im Norden. Aber wären 6000 Punkte gewesen. Uff. Das war also wirklich der Turm, war das. 27,33 Meter. Echt harte Runden heute. Bis da hinten. La Calle wäre als nächstes gekommen. Ja, selbst das wäre nicht angezeigt worden. So ein Riesenort und der hat einfach den Namen nicht auf der Karte, wenn man nicht richtig krass ranzoomt. Nicht? Und da ich hier gesucht habe, weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre. Ich war zu weit nördlich bei Pengamo. Und da ich habe am Anfang das Pengamo als Pengiano gelesen. Deswegen ist es nicht in meinem Kopf gewesen. Und ich habe es nicht erkannt. Arr. Und damit kommen wir zu den Final Results. 17.999. Ja. Wir waren in Malaysia. 14 Minuten, da ging es eigentlich noch richtig gut los. Wir waren in Nigeria. 23 Minuten. Und dann waren wir 48 Minuten in Mexiko. Aber sehr schöne Verteilung auf der Karte. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.